Hallo und herzlich willkommen. Ja, die Lego-Bestellung ist da. Ich habe die Teile jetzt schon mal raus, weil das Geknister, das muss glaube ich nicht unbedingt sein. Was habe ich bestellt? Ja, eigentlich wollte ich was anderes bestellen, habe aber dann gemerkt, hey, Lego hat irgendwie bei Pick a Brick Bestseller und Nicht-Bestseller, die sie getrennt verkaufen, und was extrem ärgerlich ist, man muss bei beiden über 10 oder sogar 12 Euro sein, damit es keine Extragebühren gibt. Und ja, dann kommen noch 3,50 Euro drauf. Ich hatte eigentlich noch einen 5-Euro-Gutschein von irgendwelchen Punkten, aber irgendwie, ja, ich glaube, ich war einen Tag zu spät. Also, ja, hat sich dann nicht ganz so gelohnt. Aber dennoch, ich wollte 6x6er Fliesen haben, um, wo ist er? Um meine zwei Container hier nochmal oben abzudecken. Und dann denke ich mal, brauche ich die Light Bluish Gray Fliesen gar nicht mehr. Ja, deswegen sind die vier günstiger wie 10 in China natürlich. Ansonsten kaufe ich die in China. Natürlich gibt es da nur Standardfarben: hellgrau, dunkelgrau, reddischbraun. Also weiß gibt es glaube ich auch noch, also weiß ich gar nicht genau. Aber da gibt es nicht jede Farbe und deshalb muss man da ein bisschen gucken. Dann ein paar Haare, Haarbedeckungen, auch diese Kinderhosen sind da günstiger wie bei Brickling typischerweise. Und auch die Technikteile hier, die Ecken, als auch die Gelenkstange, Pneumatikzylinder, dann gibt es so gut wie gar nicht bei Bricklink, ja. Außer man hat mal Glück, ja, und bestellt mal was bei einem Händler, der ja vielleicht ein bisschen exklusiv oder spezielles Sortiment hat. Ja. Bei so einem Standardhändler sind die Dinger ruckzuck weg. Ja, die kaufen ja typischerweise, die Firmen kaufen ja typischerweise alle Monat, keine Ahnung, 20 Sets oder 5x20 Sets von verschiedenen Sorten. Ja. Da gucken die natürlich, wo die Teile am günstigsten oder am besten, lukrativsten sind, klar. Und verdienen da Geld, ja. Dennoch gibt es Rabatte. Da muss man einfach gucken, ja. Also bei den Teilen, die jetzt liegen, auch die halben Bushes hier. Da sind nochmal die anderen Gelenkstange. Da kann man sparen. Ja, wobei, haben wir letztes Mal gesehen, die Pins, da hat Lego die Farben wohl geändert. Könnte sein, dass sie jetzt auch bei denen eher weiße einsetzen. Und dann werden die bei Bricklink ja extrem günstig, so nach einem halben Jahr. Oder spätestens nach einem Jahr dann gefühlt. Ja, hier haben sich dann irgendwie auch so zwei solcher Pins eingenistet oder Bushes. Ja, gut. Ja, um dann praktisch nicht die Strafzahlung zu machen, habe ich dann letztlich neben dem Pneumatikzylinder auch nochmal das Ding hier bestellt. Irgendwie, also kannte ich gar nicht. Irgendwie gibt es da so Education-Bausets etc. Ich dachte, komm, das probiere ich mal aus. Gefühlt relativ rau. Ja, also es ist ja schon so, dass man, wenn man China-Teile kauft, die durchaus etwas ja, eckiger sind. Ja? Also hier zum Beispiel die Ecke verglichen zu der Lego-Ecke. Da muss man schon sagen, ist Lego da immer noch ein bisschen ja, besser aus so von Teilen entfernen und so. Ich weiß nicht, da hat wahrscheinlich die Qualität mittlerweile auch eingebüßt, wenn man das Ganze irgendwie nach China, was auch immer, gibt. Aber die Produktionsanlagen werden sie schon noch im Griff haben. Von dem her denke ich einfach, dass da die Teilequalität, wenn man sie wirklich nutzt, baut, ändert, was auch immer, besser ist, ja. Aber wie gesagt, bei mir, ich mache das ja auch nicht. Also ich verbaue die Fliesen hier und die bleiben, oder? Gut. Ja. Das ist jetzt die Bestsellerbestellung. Ich warte noch auf die Nicht-Bestsellerbestellung. Die, ich glaube, ich habe jetzt vor 1,5 Wochen bestellt. 14 Tage Lieferzeit. War jetzt etwas schneller sogar.
Trotzdem halt schneller wie bei, trotzdem halt langsamer wie bei Bricklink, wenn man da, was hatte ich da bestellt? Ich glaube, er hat montags bestellt und donnerstags war es da. Also gut, das kann auch mal länger dauern, wenn man, es kommt ein bisschen drauf an, auf den Shop und so weiter, aber naja. Und genau, und die andere Bestellung bei Lego, die, ja, wegen der, da ist ein Teil dabei oder zwei, wo ich eigentlich überhaupt bestellt habe. Mal gucken, wie lange es dauert. Nehmen wir an, Februar, vielleicht sogar März. Gut, dann. Ja, die Ecke ist zu. Also zumindest mal mit einer Platte. Ich habe einfach kurzerhand mal die Stichsäge raus, die Platte draußen ausgesägt oder ausgesägt, also 45 Grad hier. Geschnitten. Ich muss nochmal einmal nachschneiden. Ist auch nicht ganz so 100% Grad, aber egal, sieht man eh nicht mehr. Und ich habe jetzt sogar eine Möglichkeit gefunden, die Platten aufzulegen. Also, da muss ich nochmal gucken, da ist gerade die Platte runtergerutscht, aber ich kann die auch auflegen hier mit der Bautechnik. Also einfach eine Blade drüber und eine Fliese und dann kann ich die Unterplatte auch auflegen. Passt. Von dem her sind die 5 mm Platten ideal. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, weil ich glaube, hier habe ich es eigentlich so verbaut. Ja, das passt super. Darunter ist genau die gleiche Bautechnik und es schließt gut ab. Ich habe auch hier eine super Möglichkeit jetzt gefunden, das Eck hier zuzumachen, damit man hier gar nicht mehr durchgucken kann. Also eigentlich perfekt. Ja, nebenbei dann noch ein Geländer runter, eine Treppe runter. Also Geländer fehlt mir noch, aber die Treppe runter. Und da muss ich einfach noch ein bisschen, aber da, ich glaube, die Teile habe ich alle da. Wenn nicht, kommt das natürlich schon mal auf meine Wanted-Liste beim nächsten Mal. Ja, von dem her bin ich da ganz zufrieden. Wie gesagt, ich denke, das wird hier bleiben. Ich baue hier oder ich habe hier schon mal so eine Achterplatte nochmal eingebaut. Ich bräuchte wahrscheinlich 4 Noppen, damit ich ein 16er Haus zwischen zwei Eckhäusern setzen kann. Und ja, also wahrscheinlich bleibt das dann hier in der Mitte. Man sieht auch, das passt von der Höhe hierher gut hin. Und das habe ich dann dementsprechend dann auch hier rausgeknabbert. Und so sieht es eigentlich besser aus. Ja. Jetzt nochmal findet den Fehler oder findet die Änderung gegenüber Standard. Ich habe hier nochmal einen Stock drauf gesetzt und habe auch in China nochmal die Bögen hier laufen. Dann auch endlich zwei hohe Bögen, nicht nur die Einser. Ja, und ansonsten gilt es dann halt noch jetzt ein paar Teile zu verbauen, ein bisschen Kosmetik. Das Gebäude habe ich jetzt auch finalisiert und ich muss sagen, das Ding ist echt vom Aussehen her top. Ich werde es so einbauen, dass, also eigentlich gehört es sogar so irgendwie eingebaut. Ja, da wäre es vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich werde es wahrscheinlich schon so einbauen, dass ich es hier bündig mache. Muss ich hinten von der Platte noch eine Noppe wegnehmen, dann passt's. Und hier nochmal gucken, wie ich es hier zuschneide. Und dann hätte ich im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe mit dem hier direkt dran, sieht dann vielleicht nicht ganz so toll aus, weil dann stößt es hier an. Ja, oder ich gehe möglichst weit zurück, wie es geht. Also wie gesagt, ich müsste eigentlich, dahin ist ein Hinterhof. Genau, ich müsste einfach hier nochmal die Platten hier wegnehmen können, die Noppen wegnehmen können hinten, die brauche ich eh nicht. Schneide die ab. Und dann. Könnte ich hier auch noch so ein Eck irgendwie reinbasteln. Ja, also ich muss sagen, so gefällt mir die Häuserfront auf jeden Fall so besser.
Und hier, wie gesagt, ist noch Platz für zwei Eckhäuser. Drüben ist noch Platz für ein Eckhaus. Wobei da hatte ich schon überlegt, so ein Moltke-Gebäude einzusetzen, aber das passt vom Stil her eigentlich da nicht rein. Das ist irgendwie so eine Mischung zwischen dem und dem. Passt irgendwie nicht so richtig, wie ich finde. Ja, vielleicht mache ich hier als Abschluss auch so ein bisschen rosa hin und ein bisschen, ja, gucken wir mal. Hier geht es das schon ein bisschen in exklusivere Farben. Das wird sich, zumindest mal wird das Rosa neben dem Blau eigentlich ganz gut passen. Und dann habe ich ja noch das hier. Zumindest vorübergehend. Kann das auch hier mal einziehen. Da tausche ich dann noch die einzelnen Fenster gegen Doppelfenster aus. Wobei, ich habe da Zweier eingebaut. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Oder ich drehe das rum oder ja, also gucke ich mal an und baue natürlich irgendwo noch eine Tür rein. Beide könnten wir jetzt hier sogar eine Seite machen. Ja, soweit das Update. Und nächster Schritt wird jetzt sein, ein bisschen Figuren aufräumen, ein bisschen paar Deko-Artikel einbauen. Nochmal hier drunter unten durchsaugen. Da hat es noch ein bisschen, ich glaube, vom Arbeiten jetzt noch ein bisschen Staub, vielleicht noch ein bisschen Holzspäne gegeben. Technikteile einsortieren, generell noch Teile einsortieren. Die habe ich nämlich noch nicht sortiert hier, die meisten. Die Technikteile sind schon wegsortiert. Und dann, ja, ich glaube, dann lichtet sich's ja ein bisschen. Dann werde ich hier weitermachen mit den Weichenantrieben. Mal gucken, ja, nach die Trixbrix-Weichen, die sind jetzt ja, ach Gott, ich glaube, die sind jetzt schon teilweise 2 Jahre alt. Oder so irgendwie, ich weiß gar nicht genau. Also auf jeden Fall die. Die R40, die hatte ich ja früher, ja, die sind älter und die anderen, die sind neuer. Mal gucken, wie die Weichenantriebe so generell sind. Da gibt es halt, sag mal, ein bisschen schwergängigere und leichtere. Ja, da haben wir zum Beispiel einen leichten. Gibt aber auch schwergängigere. Da zum Beispiel, der geht relativ schwer. Da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das ein Servo packt. Die gehen alle ein bisschen schwer hier. Der geht extrem schwer gerade. Ja, nicht so optimal hier alles mit der Automatisierung, sage ich mal im Endeffekt. Ja, es hängt an so vielen Sachen. Also da bin ich echt skeptisch. Ich hoffe, das klappt. Ja. Also wie gesagt, hier oben nicht, aber hier unten gehen wir nochmal ran. Ah, ich habe übrigens auch die Stütze rausgeschmissen. Haben jetzt gar keine drin. Passt aber, ich habe geguckt, das ist soweit stabil. Ich muss aber noch mal irgendwo eine einsetzen. Und da, wo, na, muss mal kurz ein bisschen reinzoomen. Da, wo das Servo jetzt rumfliegt, war früher die Stütze. Nebendran. Und ich brauche halt hier im Endeffekt. Also, ich habe hier auch so eine Doppelkreuzweiche drin. Da. Hinten, was ist sie denn? Genau hier, ne Quatsch, ach Gott, hier. Und die hat ja vier Servos für die Stellungen, ja, so eine normale Modellbahnweiche hätte nur zwei, weil immer die gegenüberliegenden gleichgeschaltet werden. Ja, also im Endeffekt habe ich hier sechs Schaltmöglichkeiten. Ich werde aber wahrscheinlich nur zwei oder drei brauchen. Mit meinem Rechtsfahrgebot. Genau, da muss noch eine Stütze reingebaut werden. Das, ja, ist ein bisschen eine Fummelei von unten. Und
Dann Weichenantriebe. Ich glaube, ich fange tatsächlich dann auch hier in der Ecke an oder an einer Ecke. Also an einer Ecke fange ich mal an und dann guckt man sich das an. Ja, dann final. Dann schließen wir ab. Ich habe jetzt durch die Rundblades hier einfach mal das Ding hier möglich gemacht, dass man es draufbauen kann. Und das sind uralte Burgteile. Ja, wahrscheinlich ein halbes Vermögen wert. Ziemlich verkratzt eigentlich. Wobei, die geht eigentlich noch. Ja, also hier auf Bodenhöhe geht sich's aus, ne? Oder ich gehe mit der Kurve tatsächlich früher rum und dann egal auf das Eckhaus. Ich meine, wahrscheinlich, ja, kriegt man hier eh keins mehr hin. Und dann machen wir hier einen Park oder sowas, keine Ahnung. Oder stellen so ein bisschen ein Haus einfach so quer hin. Ja, könnten auch sowas hier so dran stellen natürlich, ne? Um einen Abschluss zu machen, dann mit der Kurve früher rumgehen. Und dann hätte ich hier noch die Möglichkeit, praktisch über dem, über dem Tunnelportal hier, das ungefähr so dann kommt, dann da irgendwie eine Burg hinzubauen. Ja, ich glaube, das bietet sich hier in der Ecke halt eigentlich gut an. Und da hinten Grasplatten und ein bisschen Park und ein paar Bäume, ein bisschen Gras hin, Blumen. Weiß er noch nicht, ja. Also, wenn ihr da Vorschläge habt, gerne, ja. Und auch hier nochmal, gehen wir doch nochmal ganz kurz hierher. Den Riss hier, ja, da steht der Kran schon. Und ein paar uralte Baustellenschilder etc., die werde ich dann da einsetzen. Und dann soll das passen. Ich sehe gerade an den lilanen Wagen, ja, ihr wisst, es ist lila, aber es ist halt so ein bisschen bläulich, ja. Von dem her, na, ich habe nicht den richtigen hundertprozentigen RGB-Modus geschalten, aber gut, ich glaube, die Farben sind ja ganz so wichtig gerade. Ja, dann danke ich mal fürs Zuschauen. Fangen wir nochmal die Skyline ein, beziehungsweise die neue Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.